Woher kommst du, Mensch aus Paket? Ich komme aus einem Land weit, weit weg. Viele Monde jenseits der großen See. Ein Ort namens Amerika. Ich kenne die Vereinigten Staaten. Wir sind keine Wilden. Wir müssen Maß nehmen für deinen Sackbeutel. Nicht nötig. Ich habe die Größe einer Knopfbatterie. Mann, ist das toll. Ich habe eine sehr, sehr schwere Zeit hinter mir. Da sind etwas Erholung und die Freuden des Insellebens jetzt genau das Richtige. Auf dieser Insel arbeitet jeder. Körbe? Was ist mein Job? Darf ich sie ausliefern? An die Geschäfte? Nein, nein, du machst Körbe. Ich hab das nicht gelernt. Ich bin doch noch ein kleiner Junge. Komm, das kann jeder. Drüber, drunter, drüber, drunter. Falls du einen Kritikpunkt gestattest, er ist ziemlich klein. Und das nach 3 Monaten. Oh, wo wir gerade beim Thema sind, Magunga. Ich möchte einen Urlaubsantrag einreichen. Ha, wann wolltest du denn gehen? Irgendwann, ein paar Tage in den nächsten... Da geht's nicht. Ich hatte meinen Bruder seit Monaten nicht gesehen. Wusste kaum noch, wie er aussah. Die Straße wurde zu meinem Bruder. Hayley, du hast deine Wettschulden vorgestern bezahlt, du musst nicht mehr nachsehen. Doch ich musste sehr wohl weiterfahren. Denn wie ich gerade sagte, die Straße wurde mein Bruder. Tage waren vergangen, seit Hayley und ich Fernsehkoch Junior gesehen hatten. Ich hatte versprochen, auf sie zu warten, aber ich tat es nicht. Ich konnte es nicht. Peyton machte ein Soufflé. 8-Jährige machen Soufflés. Ist das zu fassen? Okay, darf ich was anmerken? Einer von euch hat meinen Fisch gegessen. Und das nervt mich ein bisschen, denn da stand mein Name drauf. Ja, jetzt ist mir ein Schilfrohr abgeknickt. Bilde ich mir das nur ein oder gibt uns das Management extra trockenes Schilf? Vergiss den Job, der Vulkan ist aktiv. Oh, sterben wir jetzt alle, wie witzig. Falls ihr eine Jungfrau opfern wollt, eure Gebete sind erhört worden. Nein, das ist der Felsbrocken-Wettkampf. Immer wenn der Vulkan ausbricht, treten die stärksten Männer ihres Dorfes an, um Felsbrocken in den Krater zu rollen. Macht ihr das, damit ihr nicht explodiert? Nein, nur zum Spaß. Maika ist aus unserem Dorf.